Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play, und zwar von dem Spiel Shovel Knight. Viele sollten es kennen, wird meistens, auch wenn man irgendwelche Streams schaut, meistens immer so als Überbrückung gespielt. Zum Beispiel League of Legends habe ich zumindest früher viel geschaut, und da haben das einige gespielt und ich dachte mir so, sieht ganz interessant aus, spielt's einfach mal. Und ja, ich habe so ein bisschen die Einstellung angepasst, Steuerung und so weiter, ist halt nur only Tastatur, es gibt ja keine Maus. Man könnte schon mit Controller spielen, aber ich habe keine angeschlossen jetzt, also Tastatur, W, als D, oben links, rechts unten, K oder Space ist Springen, Angreifen mit J und Inventar ist E, Pause mit Enter. Und ich würde sagen, Leute, wir machen einfach mal Go. Heldentaten sind die ganzen Steam Achievements, falls es irgendjemand juckt, Spieler, Spiel durchbringe, alle Notenblätter zurück zum Baden, Angel erfolgreich an 5 funkelnden Angelplätzen, kaufe alle Relikte, Ausrüstungsgegenstände und Upgrades, beziehungsweise schalte sie frei und so weiter und so weiter. Ja. Und damit würde ich sagen, Leute, geht's los. Spiel starten. Neues Abenteuer mit K bestätigen. Oder halt mit Enter. Unseren Namen. Mit K. Ah, only Tastatur ist komisch. Nee, das war's nicht. So, auch fertig, ja, genau. Fertig. Okay, also wir können jetzt noch 9 Spielstände anlegen. Kopieren und löschen können wir auch. Und ja, wir haben hier so eine Übersicht. Wie heißt da? Wir haben so einen kleinen Piep, wir haben 4 Leben, 0 Kisten heißt es, glaube ich, 0 Spielzeit, 30 Flaschen und 0 Notenblätter. Und wir haben jetzt so eine Rüstung und eine Schaufel, eine ganz normale. Und da würde ich sagen, auf geht's. So, das ist unser Shovel Knight. Vor langer Zeit war das Land ungezähmt und die Heimat legendärer Abenteurer. Von allen Helden war keiner strahlender als Shovel Knight and Shield Knight. Doch ihre gemeinsame Reise endete am Turm des Schicksals, als ein verfluchtes Amulett einen schrecklichen Zauber wirkte. Als Shovel Knight erwachte, war der Turm versiegelt und Shield Knight war verschwunden. Als gebrochener Mann zog sich Shovel Knight in ein Leben in Einsamkeit zurück. Ohne Helden fiel das Land in die Hand einer bösen Macht, der Verzauberin und ihres Ordens ohne Gnade. Nun ist das Siegel des Turms zerbrochen und die Welt steht am Abgrund. Ein neues Abenteuer beginnt. Auf geht's, Leute! Wir haben also die Mission, den Shield Knight zu finden. Gerechtigkeit der Schaufel. Der Shovel Knight ist halt ein Schaufelritter. Mir wurde gesagt, es kann ab und zu mal vorkommen, dass der Ritter nicht angezeigt wird, komischerweise. Deswegen, oder blinkt komischerweise, also deswegen guckt einfach mal, oder ich gucke erstmal den ersten Part. Ich spiele den erstmal und dann werden wir mal sehen, wie es so abgeht. So, also mit Y, mit J ist halt angreifen. Was war noch gewesen? W, A, S, D ist halt hoch, runter und so weiter. Okay, so, hier können wir das Ding ausgraben. Kriegen wir halt Münzen dafür. Zack. Gegner, oben links, Objekte, Money und so weiter. Die können wir alle sammeln und alles. Und ja, kriegen wir irgendwie schon hin, denke ich mal. Sollte nicht allzu schwierig sein. Ich habe es halt schon ein bisschen im Stream gesehen, aber da dachte ich mir so, oh, was ist denn das für eine Flasche, was der da gespielt hat. So ein Kack, was der da gemacht hat. Okay, was die Objekte zu sagen haben, weiß ich gar nicht. Komisch, komisch. Weiß gar nicht, ob man da runter kann. Wahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich nicht. So. Auf geht's. Ja, ich dachte mir so, komm. Er spielt dasselbe, das Spiel. Der ist schon mal so eine Pfeife gewesen. Der hat so eine Kacke gemacht. Genau, da hat er nämlich schon Ewigkeiten gehangen in so einem Bubble. Das war eigentlich sowas von offensichtlich im Stream, als ich es angeschaut hatte. Das ist so eine Art Checkpoint. Das heißt, wenn wir sterben sollten, geht's dann hier weiter. Ah, ist ein cooles Spiel auf jeden Fall, das gefällt mir. Und oben rechts seht ihr schon die Boss-HP-Leiste. Das heißt also, wenn Bosse da sind, dann haben die ein bestimmtes Leben. Oh, da haben wir einen fetten Kristall bekommen. 600 Gold haben wir mittlerweile schon, ja, und wenn wir halt auf den Stacheln fallen, sind wir halt instant tot, ne? Ist ja logisch. Die Stacheln machen uns... oh Gott. Hallöle. Kannst doch so machen. Lol, das kann man wirklich so machen.
Easy going. Ja, kaum Leben verloren. Der Boss oben rechts hat da Leben gehabt. Also wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie gespielt vorher. Hab da absolut keine Ahnung vom Spiel. Ich weiß noch, dass es hier irgendwo mal ab und zu mal Secrets gibt, aber ich glaube, die kann man dann recht verständlich sehen, wenn die dann kommen sollten. So, zack, zack, zack. Hier glaube ich. Ne, doch nicht. Irgendwo sieht man das einmal. Kann man so eine Wand freischaufeln. Und dann. Ah ja, genau. Hier, sie ist ja schon direkt vor mir hier. Seht ihr? So eine brüchige Wand. Und da kann man sich halt ab und zu ja, durchschlagen. Zack. Oh. Ein Jar, ein Krug. Was macht denn der Krug? Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, ich werde jetzt sehr, sehr viele Secrets verpassen, einfach weil ich das Spiel immer noch nicht kenne. Oh, weg mit dir. Oh Gott. Du doof wie du. So, ich weiß nicht, rechts oder links? Links sieht nach einem Geheimgang aus. Ich weiß nicht, was die Schädel bedeuten. Ah, ein Notenblatt, cool. Siehst du, da ist zum Beispiel ein Notenblatt. Und davon müssen wir halt 46, glaube ich, sammeln. Guck mal, da ist sogar noch ein Haufen rechts an der Wand. Seht ihr den? Da. Okay. Ein Brocken, ein Kotzbrocken war das sozusagen. Das Spiel macht auf jeden Fall Laune. Mal gucken, wie es dann in der Aufnahme aussieht, ob der Ritter denn überhaupt sichtbar ist. Weil, wie gesagt, mir wurde gesagt, er ist ab und zu nicht sichtbar. Wäre natürlich sehr ärgerlich. Aber ich meine, was soll man machen, ne? So, ich würde ihn gerne kaputt machen hier oben. Super. Ja, auch wieder sowas recht Simples gewesen hier, wie man an das Juwel rankommt. Recht simpel und der hat den zerstört gehabt. Deswegen dachte ich mir, ach du Scheiße, komm, spielst das Spiel selber. Wie gesagt, absolut blind. Viel habe ich dann nicht gesehen gehabt bei ihm. Also, weiß nicht, das erste Level, glaube ich, maximal. Ah, lass mal. Okay, so kann man es abrechnen, wenn man einfach normal schlägt. Was ist da unten eigentlich? Juwelen! Oh, was zu futtern sollte ich vielleicht. Ah, okay, die Punkte verschwinden noch. Wenn ich Leben verloren habe, kann man sich die Punkte da. Kann man sich die Dinger nehmen, dieses Fresszeug. Und dann kriegt man ein bisschen Leben wieder. Okay. Ja, bisher sieht das ganz schick aus, oder? Wird auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein cooles Spiel, muss ich sagen. Gefällt mir. Kein übles Game. Und da ich hier eh meistens immer sehr, sehr viel sehe, sollten auch keine Secrets mehr verborgen bleiben. Ach, komm her, Mann. Komm her, komm her. So, ich weiß nicht, ob ich immer mit Space oder mit K jumpen soll. Ich bin eigentlich immer mit Space bewandert zu jumpen. Und deswegen werde ich auf mein Space weiter wahrscheinlich weiter jumpen. So, so war es genau. Na, es ist schwierig, würde ich sagen. Oh, zack. Und da haben wir ein Notenblatt. Yay. Wieder eins. Boah, der Wasserfall da hinten im Hintergrund geht mir gerade richtig auf den Sack. Der hat mich gerade ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Gut. Dann geht es da hinten weiter lang. So. Aber das war es dann aber wirklich auch gewesen. Mehr habe ich bei ihm nicht gesehen gehabt. Absolut. Jetzt, glaube ich, alles blind. So, da hoch möchte ich gerne. Wobei, möchte er hoch? Nö, möchte ich nicht. Ich gehe erstmal unten lang. Oh, Hallöle. Du schon wieder, ja? So, da oben war aber Dings gewesen. Ah, schau an. Siehst du? Einfach mal alles kaputt machen. Oh, eine Karotte. So, kommen wir auch zu der Kiste hier. Zack. Was gibt es da Schönes? Ganz, ganz viele Punkte. Also in der Kiste, meistens handelt es sich wirklich nur um Punkte und Gold, wo man sich wahrscheinlich besseres Zeug dann kaufen kann. Das weiß ich nämlich noch gar nicht, was man mit dem Gold überhaupt machen kann. Da habe ich absolut keinen Plan von. Aber ich denke mal, da das ja am Anfang gesehen hatte, so ein, okay, können wir vielleicht kaputt machen, damit die Punkte geben. Da ich am Anfang irgendwie sowas mit Equipment gesehen hatte, denke ich mal, man kann sich durchaus schon besseres Equipment. Oh Gott. Schon wieder du? Immer schön auf den Kopf rumjumpen. Muss man aufpassen, nicht, dass der Kopf direkt weg ist. Genau jetzt. Der wäre wahrscheinlich nämlich durch das Ding, glaube ich, geflogen.
durch den Gegner und ab in den Untergrund, in den Abgrund. So, was willst du schon wieder? Der ist gemein, weißt du, er schleudert nämlich immer weg. Ah, das ist ein cooles Spiel, auf jeden Fall. Ein cooler. Ja, was ist denn das? Das ist ein Roguelike-Game eigentlich nicht, wa? Weil es gibt ja hier ein. Es gibt ja hier Safe-Stats und Roguelike ist ja meistens immer, wenn man einmal verloren hat, dann. War's das? Patsch, patsch. So, da war irgendwo noch einer. Okay, da ist er. Zack, aua. Hat er mich doch erwischt, die Sau. Hat er mich doch erwischt, Alter. Wie viele Punkte es hier gibt. So awesome. Na komm. Oh, bist du bescheuert? Piu, piu. Ich will eine bessere Schaufel haben. Eine bessere Schaufel will ich haben. So, ich denke mal, links geht's auch noch lang, oder? Sieht sehr, sehr. Sehr verdächtig aus. Ah, guck an. Noch mehr Risiko. Aber eine Kiste. Money, 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 money. Und jedes Mal, wenn man verliert oder wenn man stirbt, dann verliert man einen Teil des Goldes. Ich weiß jetzt nicht genau wie viel, wahrscheinlich 50% oder so. Es ist nicht allzu viel. Also ich weiß auch nicht, wie das teuer das ist, die Upgrade später. Aber das werden wir dann gleich sehen. So, nächster Saves-Punkt. Ah, hier ist noch was. Warte, erstmal safen. Da ist noch was. Oh. Ah, wieder was zum Futtern, aber ich habe ja fast volles Leben die ganze Zeit. Ist noch recht einfach, ich weiß gar nicht. Schwierigkeitsstand gab es hier, glaube ich, auch nicht. Black Knight. Wusste ich doch, dass du dich früher oder später blicken lässt. Der himmelblaue Feigling. Dreh um, Shovel Knight. Hier kannst du nichts mehr ausrichten. Zur Seite, Black Knight. Ich habe keinen Twist mit dir. Ich muss zurück zum Turm des Schicksals. Während du fort warst, sind ja wohl die Sinne geschwunden. Siehst du das denn nicht? Dieses ganze Tal ist durch die Verzauberin erobert worden. Und ihre unbesiegbaren Ritter vom Orden ohne Gnade stehen zwischen dir und dem Turm. Doch all das ist egal. Denn wer es auf die Verzauberin abgesehen hat, muss an mir vorbei. Stehle deine Schaufel. So, das ist unser Gegner. Oh, da haben wir zum Beispiel einen. Er schießt auch ab und zu Kugeln. Die da, die kann man nämlich zurückballern. Habe ich im Stream auch gesehen gehabt, war easy going. Oh, aber. Der Typ hat sich wirklich teilweise dumm angestellt. Komm, schieß. Das ist cool. Okay, ein bisschen Leben kann ich schon verlieren. Ist kein Ding. Typ zu verarschen macht Spaß. Okay, der jumpt immer weg. Bam, kaputt. Das war's. Heldentat vollbracht. Du bist gefeuert. Heldentat vollbracht. Ich lebe noch. Bestimmt das erste Level abschließen, ohne zu sterben. Und dahin seht ihr den Turm. Oh. Oh. Weg ist er. Er war also noch nicht ganz besiegt gewesen, sondern hat sich dann doch noch verpieselt. Gut, das zweite Level, oder? Nee. Wir können jetzt erstmal chillen am Lagerfeuer, haben wieder volles Leben. Er ruht sich erstmal schön aus. In seiner Rüstung. Oh, jetzt hat der Boss mehr Leben. Seht ihr oben rechts? Der Boss hat jetzt mehr Leben, der nächste. Und da ist der Schild Knight. Fällt ihm auf den Kopf? Achso, er träumt von ihm. Fangen sie. Er hat von ihr geträumt. Ihm, ihr, wie auch immer. Der Schild Knight zumindest. Kann auch weiblich sein. Na, was geht denn da ab? Shovel Knight, hörst du es? Achso, ich muss ihn bewegen, oder? Zumindest kann ich so. Kann ich ihn bewegen. Achso. Ich habe gerade springen müssen. Okay, sein Traumschein vorbei. Und es geht weiter. 5076 Gold. Eine Note haben wir. Ich glaube, es ist die einzige Note, die es dort gab, oder? Ne, eine Note haben wir Ebene geschafft. Kann irgendwo sehen, wo. Ein Shop oder sowas wäre ganz geil. Ich glaube, das ist sogar ein Shop hier, war das Dorf? Ich habe nur ein Notenblatt, ich weiß nicht. Wobei, ich habe zwei gefunden. Okay, gehen wir mal ins Dorf. Option Heldentaten. Achso, nee, nicht Pause. Mit K. Mit K kann man bestätigen. Ferals, halt! Keine Waffen. Schlimm genug, dass hier jeder mit einem Schwert herumfuchtelt. Ach, das ist ja keine Waffe, nur eine Schaufel. Dann kannst du durch. Und nicht vergessen, drücke W, um mit allen zu plaudern.
Mach ja keinen Ärger, Krieger. Okay, also, oh, ein Pferd. Ein Pferdli. Ah, ich würde sagen, wir machen mal eine ganz kurze Pause und im nächsten Part von Shovel Knight wieder, werden wir uns auf jeden Fall hier schön ausrüsten mit irgendwelchen Zeug. Hoffentlich reicht unser Gold für ein bisschen was. 5076 finde ich jetzt nicht wenig, aber mal gucken, was so alles kostet. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Shovel Knight. Bis dahin. Bye, bye.